Willkommen bei Politik und Wirtschaft Extra Talk. Giftige Chemikalien in Ohio zum Unglück freigesetzt. In Ohio im Dorf Ostpalästina ist am 3. Februar ein Zug entgleist, welcher hochgiftige Chemikalien transportierte. 50 von 150 Waggons sind entgleist. In diesen befanden sich unter anderem Vinylchlorid, Butylacrylat, Ethylhexylacrylat und Ethylenglykolmonobutyl. 20 der 150 Waggons enthielten gefährliche Chemikalien, die einzige gute Nachricht zuerst, bei der Entgleisung, die nach Angaben der Ermittler durch eine gebrochene Achse verursacht wurde. Wurde niemand verletzt, eine Woche später wurden die Chemikalien in Anführungszeichen gesetzt, kontrolliert verbrannt, mittlerweile heißt es, eine ganze Stadt kann nicht nach Hause zurückkehren, weil das Wasser verseucht ist, viel Ernte zerstört und Reporter werden festgenommen, die massive Explosion und Vergiftung von amerikanischen Bürgern sollte eine viel größere Geschichte sein. Warum sprechen die Medien nicht mehr über Ohio? Der Ohio-Reporter Evan Lambert, der diesen Vorfall genauer berichten wollte, wurde verhaftet. Bodycam-Aufnahmen zeigen, wie der Ohio-Reporter Evan Lambert verhaftet wird, weil er getan hat, was die Mainstream-Medien nicht tun, das Stellen von Fragen über giftige Chemikalien, die das Wasser und die Luft der Menschen vergiften und Tausende von Tieren in Ohio töten, ist anscheinend nicht erlaubt. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht in den Medien gezeigt werden soll. Da dies vielleicht die größte Umweltkatastrophe in Amerika ist, nebst McDonald's und Bill Gates. Diese Chemikalien, die verbannt wurden, sind giftige Karzinogene in einem der fruchtbarsten Gebiete Amerikas. Dies wird für weitere Lieferengpässe sorgen, somit auch mehr Inflation und Lebensmittelknappheit. Der Ohio River, der über 10% der US-Bevölkerung versorgt, wurde Berichten zufolge durch Chemikalien aus der Zugentgleisung in Ostpalästina kontaminiert. Gunnar Schuster gab eine wichtige Information auf Twitter weiter, was mit dem Chemiezugunglück in Ohio passiert ist. Die Behörden versuchten, die Chemikalien zu verbrennen, und verursachten dabei sauren Regen. Die Karte zeigt das Gebiet der Kontamination, Intelligenz und Behörden, ein Oxymoron, Zitat Ende. Kritik gegen die Leute, die davon ausgehen, dass jetzt die Umgebung verseucht ist, gibt es natürlich auch. So ist ein Argument, es liegt nicht direkt am Ohio, sondern rund 20 Kilometer entfernt. Die Stoffe sind kontrolliert verbrannt worden und man hat keine Veränderungen der Wasserqualität von Ohio feststellen können. Hier ein Video, welches das Gegenteil beweist. You guys scooping out all the dead ones. Train derailed Friday. 20 of them carrying hazardous materials as flames lit up the sky in northeastern Ohio. The evacuation order is in place for anyone within a mile radius of the crash site. These aren't storm clouds. This is the fucking shit! The fucking shit they burn off in East Palestine! This is not fucking storm clouds! Look at it! Officials are claiming that the air and water are safe. Residents say they can still smell chlorine. They've complained about their eyes watering when they go outside, and one woman says the noxious air killed her chickens. Out of nowhere, he just started coughing really hard and just shut down and went very fast. Look at all these fucking crows. I'm not kidding. This is within 10 miles of East Palestine. You have not evacuated. Please leave the area. Die Leute vor Ort leiden unter Atemnot, verlieren ihre Haustiere und ihr Vieh, denn es regnet Chlorwasserstoff. Beamte behaupten, dass die Luft und das Wasser sicher sind. Anwohner sagen, dass sie noch Chlor riechen können. Sie haben sich darüber beschwert, dass ihre Augen tränen, wenn sie nach draußen gehen. Und eine Frau sagt, die giftige Luft habe ihre Hühner getötet. Wichtig zu wissen hierbei ist noch, dass das Eisenbahnunternehmen vor der Entgleisung in Ohio Sicherheitsregeln blockierte, also menschliches Versagen und oder Korruption steckt dahinter. Oder vielleicht doch etwas anderes? Damit nicht genug, in South Carolina, Houston und Oregon sind ebenfalls Züge entgleist. Insgesamt bereits an 4 Orten. Stand 14.02.2023, der Zug in Texas ist mit einigen gefährlichen Materialien nördlich von Houston entgleist, es wird noch verrückter.
So dürfte ich bei Upwards News erfahren, dass Netflix offenbar dieses Ereignis angekündigt hat, und das mit einem Film. So hieß es, Just In, Welt Netflix veröffentlichte kürzlich einen Film, White Noise, über eine Zugentgleisung durch giftige Chemikalien, die eine massive Explosion und eine tödliche Giftkatastrophe in Ohio verursachte. Schauspieler in dem Film aus Ostpalästina haben eine Evakuierung vorgetäuscht und Monate später tun sie es im wirklichen Leben. Wie krank ist das bitteschön? Ein weiterer Genozid? Oder ein weiterer Teil eines größeren Genozids? Reicht die Plörre nicht, die wir abbekommen haben? Ich möchte das Thema hier nun abschließen. Auch wenn es noch einiges zu sagen gäbe, ich musste gewisse Videos anders abspielen als im Original wegen Kopierschutz. Links sind sonst in der Beschreibung. Was denken Sie über die momentane Situation? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Video liken und teilen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Ihr Extra-Talk-Team.